Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jemand hat die Frage gestellt, was für Tipps es gibt für eine Person, die die arabische Sprache lernen möchte. Es gibt da bestimmt viele verschiedene Tipps und Tipps und Tricks und Techniken, die man anwendet. Denn erfolgreiches Lernen ist unter anderem auch Technik. Aber ich möchte einfach mal ein paar Punkte nennen, die mir so spontan jetzt einfallen. Die erste Sache ist natürlich, und das ist eine der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach für langfristigen Erfolg. Langfristiger Erfolg erfordert Motivation und Motivation erfordert Motive. Das heißt, man muss ganz klare Motive haben und Ziele, die man eben anstrebt. Denn also es ist häufig so, dass man, es kommt manchmal vor, dass man so einen diversen Schub von einem bestimmten Enthusiasmus bekommt und in dieser Ekstase beginnt man dann mit etwas und mit zu viel, mit so starkem Eifer, dass man sich auch ein bisschen überfordert, aber sobald die Kurve dieses anfänglichen Enthusiasmus wieder sinkt, lässt man wieder alles fallen und ist wieder raus. Das heißt, diese Person, also meiner Meinung nach, ist ein so ein Verhalten nur damit zu erklären, dass man keine klaren Ziele hat. Man hat nichts Klares vor den Augen, was man anstrebt. Ein bestimmtes Niveau, das man anstrebt, eine Fähigkeit, die man haben möchte. Und diese Fähigkeit, die man haben möchte, man sollte auch die Frage für sich beantworten können, warum möchte ich das und was habe ich davon? Das ist meiner Meinung nach erstmal ganz wichtig. Das heißt, sich erstens über seine Ziele und Vorhaben bewusst zu sein und Motive zu haben, die ihn auf seinem ganzen Weg hin begleiten. Die Fuqaha sprechen, wenn sie von diversen Riten und oder auch sonstigen Handlungen sprechen, unterteilen sie diese Handlungen meistens in Bedingungen, Säulen, Pflichtbestandteile und so weiter, wie man das auch aus dem Gebet und so weiter kennt. Eine Bedingung unterscheidet sich von Säulen und von Pflichthandlungen oder Pflichtkomponenten darin, dass die Bedingung etwas ist, das vor der Handlung besteht und während des Handlungsprozesses fortdauernd da ist. Und so ist es auch hier mit diesem, mit der Motivation und mit den Zielen und dem Bewusstsein darüber. Das sollte etwas sein, das bereits vor dem Lernen da ist, und während des Lernens sollte das den Menschen auch nicht verlassen. Es sollte ihm nicht aus dem Auge gehen, denn dann verliert er seine Motivation und seinen anfänglichen Schub, den er hatte, dieser Enthusiasmus und der Eifer. Und ja. Und wenn die Wellen sich wieder geebnet haben, dann ist er bereits wieder raus. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und man sollte natürlich in diesem ganzen Kreis oder in diesem während dieses Prozesses, was ja ein geistiger Prozess ist, sollte man sich auch inbrünstig die Hilfe Allah Ta'alas erhoffen und erhoffen, nicht im Stich gelassen zu werden, nicht auf sich selbst gestellt zu werden. Ein Dichter sagte: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلْفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. Wenn es für den Jungen oder für den Mann, für den Knaben keine Hilfe von Allah gibt, dann ist das Erste, das ihn erledigt, sein eigener Eifer. Zweite Sache, die meines Erachtens besonders bei den Anfängen sehr wichtig ist, das ist ein Lehrer.
Man sollte sich unbedingt in den Anfängen von einem Lehrer begleiten lassen. Ein Lehrer hat viele Vorteile. Mit einem Lehrer zu lernen, beschleunigt den Lernprozess. Einmal. Zweitens, unnötiger Frust wird vermieden. Also vielleicht kennt der ein oder andere von euch, der es mal autodidaktisch versucht hat, irgendwas zu lernen, eine Sprache oder so, die für ihn ein ganz neues Gebiet ist, dass man dort auf Sachen stößt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Und wenn sich das häuft, zwei, dreimal oder zwei, drei Dinge gleichzeitig, dann, ja, nee, dann springt man meistens wieder vom Boot und ist schneller wieder raus, als man drinne war. Von daher ist ein Lehrer in der Anfangsphase von großer Bedeutung. Wie gesagt, er beschleunigt den Lernprozess, er erspart dir unnötigen Frust, hilft dir, deine Gedanken zu sortieren, Strukturen in deinen Gedanken zu schaffen, zeigt dir diverse Beziehungen zwischen verschiedenen Themen, hilft dir dabei, eben durch diese Strukturen die Inhalte zu verinnerlichen, korrigiert dich und so weiter. Also die Vorteile von einem Lehrer sind, ja, das ist wahrscheinlich trivial, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Im Übrigen ist ein Lehrer grundsätzlich, auch in anderen Fächern, in anderen Disziplinen, sind Lehrer in den Anfangsphasen eine große Hilfe. Irgendwann aber, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, werden sie zu einer Blockade. Das heißt, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, also ich meine eine fachliche Reife, Kompetenz, was auch immer, wie man das auch nennen mag, dann ist man manchmal oder in der Regel ohne einen Lehrer viel schneller. Zum Beispiel, wenn man dann mit Literatur arbeitet, man ist da deutlich schneller. Wenn man das Gleiche mit einem Lehrer macht, braucht man viel mehr Zeit. Deswegen ein Lehrer zur Anfangsphasen, zur Anfangszeit bis zu dieser entsprechenden Reife ist ein Geschwindigkeitsschub. Und ab einer bestimmten Phase ist er eine Blockade, eine Bremse. Und da ist zum Beispiel autodidaktisches Lernen eher angesagt durch Studieren von Literaturen und derartigem. Der dritte Punkt ist, man muss einen ausgeklügelten Plan haben, was das Lernen angeht, und nicht wild quer durch verschiedene Möglichkeiten ja, nee, durchgehen, indem man mal ein Buch nimmt und dann mal wieder mit einer App versucht, was zu machen. Und dann kommt man auf Internetvideos und dann hört man wieder damit auf und sucht nach was anderem. Das ist meistens auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Planloses Lernen ist nie gutes Lernen. Man sollte einen Plan haben, der gut, wie gesagt, ausgeklügelt sein sollte, durchdacht sein sollte und realistisch sein sollte. Zumal ich persönlich von diesen Apps und so weiter, also ich halte da nicht viel von davon und bin auch der Meinung, dass man damit nichts Großartiges erreichen kann. Man wird das ein oder andere lernen, aber es hat aber halt seine Grenzen. Es hat seine Grenzen. Und man muss auch ehrlich sein, wie viele Leute haben denn, wie viele Leute haben jetzt so eine Sprache gut gelernt lediglich durch das Benutzen von diesen verschiedenen Apps und so weiter. Zumal aber auch ein anderer Faktor hinzukommt, dass das Arabische sehr spärlich ist. Das Angebot für die Arabischsprache ist sehr spärlich. Der vierte Punkt, Tipp Nummer 4, besonders am Anfang ist eines der wichtigsten Dinge das Vokabular. Die Vokabeln, dass man einen gewissen Vokabelschatz, dass man sein Vokabular anreichert, kontinuierlich und mit Disziplin versucht, immer mehr anzureichern. Und das ist besonders in den Anfangsphasen sehr schwer,
Was ganz natürlich ist, denn diese Frage ist, die Sprache ist einem fremd und daher kommt es einem auch viel schwieriger vor, sich die Begrifflichkeiten einzuprägen. Mit der Zeit, wenn sich der Kopf an diese Sprache gewöhnt hat und einiges an Vokabular schon steckt, dann wird das viel einfacher sein, sich neue Begrifflichkeiten einzuprägen. Es gibt dann nämlich eine gewisse Basis und wirkt nicht mehr so fremd. Ein anderer Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, das ist tägliche Routine. Man braucht tägliche Routine, dazu gehört auch wieder ein Plan. Und denn sonst verfällt man oft wie nennt man das nochmal? Mir fällt der Name gerade davon nicht mehr ein. Also das ständige Verschieben von Aufgaben. Daher ist es wichtig, dass man sich einen täglichen oder wöchentlichen Plan macht, an dem man sich hält, an dem man sich auch hält. Muss ja nicht viel sein. Wichtig ist aber, dass es etwas ist, was man kontinuierlich und konsequent durchführt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamaha wa in qallat. Die bei Allah liebsten Handlungen, das sind die fortbestehenden Handlungen, selbst wenn sie gering sind. Dazu gehört nämlich Disziplin. Dazu gehört Disziplin und gewisse rationell verarbeitete Pläne. Aber so diese kurzen Schübe, die man manchmal hat, wenn man ein paar gute Worte hört und dann denkt, jetzt muss ich die Welt ändern und dann macht man mal 2 Tage etwas übereifrig, das ist nur Emotion. Das sind emotional gesteuerte und ja, durch Emotionen verursachte kurzfristige Handlungen, nicht von langer Dauer. Der sechste Punkt ist, dass man die Inhalte regelmäßig übt. Also neben der Routine gehört auch nicht nur jeden Tag Neues zu lernen, sondern viel wichtiger ist, bereits gelernte Inhalte zu wiederholen. Das ist viel wichtiger. Neues Lernen ist einfach, wiederholen fällt viel schwieriger. Das liegt unter anderem daran, dass man durch den alten Stoff schnell gelangweilt wird. Neues ist natürlich viel interessanter. Nur funktioniert das leider nicht so. Also spätestens nach 30 Tagen hat man wenn man den Inhalt nicht wiederholt, hat man über 80% wieder vergessen, im schlimmsten Fall noch mehr. Der nächste Punkt ist nicht zu viel gleichzeitig. In der Kürze liegt die Würze, wie man im Deutschen sagt. Das heißt, das Wissen in der arabischen Sprache, der arabischen Sprache oder was auch immer man lernt, dass man das Stückchen für Stückchen lernt, Häppchen für Häppchen. Und zu viel auf einmal kann ebenfalls zu Blockaden führen. Deswegen sagt da ein Dichter aus dem Shankirt, der Shanakit, er sagte: Wa fi ijtima'i al-ulumi al-man'u ja'. Kataw'amayni in istabaqa lam yakhruj. Ja, das ist ähnlich. Also, das ist eine Metapher. Er sagt, im Vereinen, mehr im Bündeln mehrerer Wissenszweige oder Ulum, Disziplin, Al-Man'uja, gibt es ein Verbot. Natürlich kein Verbot im Sinne von Halal, Haram, aber er meint im Sinne der Erfahrung. Und dann erwähnt er in Analogie dazu, als Beispiel sagt er, wie das Herauseilen von zwei Zwillingen aus dem Bauch der Mutter, wenn sie gleichzeitig versuchen herauszukommen,
Wenn sie gleichzeitig versuchen, beide herauszukommen, wird das nicht funktionieren. Das wird eine schwere Geburt sein. Das ist aber natürlich eine Sache, die auf persönlicher Erfahrung basiert. Manche sind dazu in der Lage, manche nicht. Aber man ist halt über sich selbst, man weiß über sich selbst besser Bescheid, sollte aber sicherheitshalber einen Gang runterfahren. Genau. Und der nächste Punkt, der achte Punkt ist, das gelernte Wissen zu aktivieren. Das heißt, aktivieren im Sinne, dass man versucht, beispielsweise das Vokabular in aktives Vokabular umzuwandeln. Dass es nicht mehr nur zum passiven Vokabular gehört, dass wenn wie Wörter, die ich, wenn ich sie höre, dann fällt mir das ein, das bedeutet so und so. Ich sie aber aktiv nicht benutzen kann. Und dazu muss man das sprachliche Wissen eben aktivieren. Dies geschieht durch verschiedene Wege, unter anderem durch beispielsweise viel Lesen. Wobei ich beim Lesen etwas ganz Wichtiges sagen muss, was ich auch aus persönlicher Erfahrung weiß. Man sollte nicht nur das lesen, was man schon kennt. Ja, nee, manchmal kommen Schüler zu dem Selbstdruck, oder zu dem trügerischen Schluss, dass sie viel verstehen. Man hört so, sie sagen, ja, ich verstehe schon viel, aber kann nicht sprechen. Das ist meistens nicht richtig. Sie gehen nämlich von diverser Literatur aus, die sie lesen und verstehen. Ja, im Mittelalter, da gibt es so ganz kleine, winzige Abhandlungen der Aqida, Mutun oder auch diverse kleinere Schreiben der Salaf über theologische Sachverhalte. Die Sprache dort ist aber zum einen, ist sie dir bekannt. Also das heißt, das Vokabular ist dir bekannt, weil dieses Thema beispielsweise, das ist etwas, womit du dich öfters beschäftigst oder in deinem Umkreis spricht man nur darüber, daher sind dir die Begrifflichkeiten so bekannt. Und wenn du das dann verstehst, ist es keine, das ist keine Meisterleistung. Das ist keine Meisterleistung. Wenn du das Thema, die Erschaffenheit des Korans, das kennst du und dann liest du Aussagen wie man qala al-Quranu makhluq, kada wa kada, und du verstehst das, ja, und das ist keine Meisterleistung. Was du machen musst, ist aus dieser bequemen Zone rausgehen und auch mal dich an Literatur wagen, die eben darüber hinausgeht, dann erst sieht man, dann erst kannst du messen, was du verstehst und nicht. Beispielsweise ja, eines der Texte, die sehr gut sind, um sein sprachliches Wissen zu prüfen, ist das Buch Kalila wa Dimna. Kalila wa Dimna ist eine Fabel von Ibn al-Muqaffa übersetzt ins Arabische. Kommt ursprünglich aus dem, ich weiß gar nicht, aus dem, ja, aus Indien kommt das. Ibn Muqaffa hat es aber nicht aus dem Indischen, sondern aus dem Persischen übersetzt. Das wurde im Indischen verfasst und kam dann ins Persische. Und Ibn Muqaffa hat das dann ins Arabisch übersetzt. Ibn Muqaffa hat zu Anfangszeiten der arabischen Dynastie der Abbasiyun gelebt. Diese Fabel beispielsweise ist sehr interessant. Es ist eine Fabel, in der die Tiere sprechen. Es geht hier aber um Weisheiten und Lebensweisheiten und so weiter. Sehr interessante Fabel. Sie ist aber sprachlich gesehen ist sie eher weiter oben geordnet. Und wenn du beispielsweise jetzt verstehen willst oder dich messen möchtest, dann lies sowas und mess dich daran und nicht beispielsweise an Thalathatul Usul. Das ist sowieso für Kinder geschrieben, diese Metten. Thalathatul Usul ist kein literarisches Meisterwerk. Das ist ein ganz einfacher Text für ganz einfache Personen geschrieben. Und hinzu kommt, wie gesagt, dass viele dieser Begrifflichkeiten sowieso im Vokabular der Leute sind, auch wenn sie nicht Arabisch lernen. Tamam?
Gelerntes Wissen aktivieren durch Hören, durch Sprechen, durch Schreiben, durch Lesen. Lesen ist sehr effektiv, aber wie gesagt, wenn man entsprechende Literatur liest, also natürlich muss man nicht zu hoch ansetzen, muss man auch sagen, denn das ist, kann auch deprimierend sein. Man muss sich herantasten, hocharbeiten. Und da kann man sich natürlich auch beraten lassen von erfahrenen Leuten, was man lesen soll und was man lieber nicht lesen soll und so weiter. Ja, das sind ein paar Punkte, mit denen begnüge ich mich jetzt auch. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.